Subta utita eka padasana, die liegende aufgerichtete Einbeinstellung, ist eine Vorwärtsbeuge, aber vor allen Dingen eine Muskelkraftübung. Du liegst auf dem Rücken, dann hebst du ein Bein hoch und dann hebst du den Kopf zum Knie hin. Letztlich ist eine ähnliche Übung wie Navasana. Anstrengend und Muskelkraft fördernd. Und es ist gut, auch die Muskeln zu stärken. Meiner Ansicht nach gibt es zu viele Yoga-Übende, die sich in die sanften Dehnübungen hineinbegeben und auch nur angenehme, entspannende Übungen machen, meditative. Und ich muss zugeben, ich habe auch so ein bisschen die Neigung dazu. Aber für einen gesunden Körper brauchst du starke Muskeln. Und gerade Nila Kanta von Yoga Vidya Berlin ist ein Beispiel für jemanden, der fortgeschrittene Flexibilität mit großer Muskelkraft in Armen, Beinen und Rücken verbindet. Über also immer wieder auch die Kraftübungen, über auch die Flexibilitätsübungen und vielleicht auch noch der Hinweis: Es ist gut, öfters mal was Neues auszuprobieren. Ich bin ja von Yoga Vidya. Wir haben eine Yogavitya-Reihe, die besteht aus zwölf Grundstellungen, aber wir sagen auch, es gibt 84 Hauptasanas mit 300 Variationen und alles zusammen gibt es vermutlich etwa 2000 bekannte Asanas, einschließlich Variationen, mindestens das ist die Anzahl von Asanas, die beschrieben wird in unserem Yogavitya-Asana-Lexikon die gibt's jeweils auf Deutsch und Englisch, nicht auf Deutsch und nicht Englisch, Deutsch und Sanskrit und deshalb sind das etwa 4000 verschiedene Variationen. Und gerade wenn du ab und zu mal in fortgeschrittene Kurse kommst, dann lernst du das besonders gut. Wenn du keine Sendung verpassen willst, dann klicke noch auf gefällt mir bzw. auf abonnieren. Und so bekommst du eine Asana nach dem anderen, irgendwann vielleicht auch viele auf einmal. Später wieder werden wir auf den Rhythmus zurückkommen, einmal pro Woche. Wenn du mit Nilakanta Yoga machen willst, kannst du ins Berliner Yoga Vidya Center gehen, dort unterrichtet er. Und wenn du wirklich fort vorwärts kommen willst im Yoga, dann... Geh regelmäßig zu solchen Yogakursen, vielleicht sogar mehrmals die Woche oder geh mal zu einem Asana-Intensiv in den Yoga vidya ashrams Bei Yoga-Vidya Bad Meinberg haben wir auch täglich fortgeschrittene, fortgeschrittene Stunden. Und du musst nicht immer fortgeschritten sein, um überhaupt fortgeschrittene Yogastunden mitzumachen. Das Wichtigste ist, sei bereit, etwas Neues auszuprobieren und mach mal was Anstrengenderes. Du wirst nicht flexibler, indem du deine Flexibilität nicht trainierst. Du wirst nur stärker, wenn du deine Muskelkraft trainierst und wenn du es anstrengend machst. Und wenn du es mit einem Lächeln machst und mit einem Lachen und mit Humor und Freude, dann geht das umso besser. Und weil das jetzt die... Der letzte Dreh ist des heutigen Tages, wo wir vermutlich insgesamt 150 bis 160 Videos aufgenommen haben, wollen wir jetzt dreimal umsingen singen und dir so Kraft schicken für deine eigene Yoga-Praxis. Danke an Nila Kanta, der jetzt für diesen Dreh extra einen Tag länger hier in Bad Meinberg geblieben ist. Danke an Durga, das hinter der Kamera, der auch die Videos schneiden wird. Mein Name Sukadev und wir sind von www.yoga-vidya.de Nila Kanta findest du übrigens auch auf Facebook und Instagram, allerdings dort unter dem Namen Momoji und dort veröffentlicht er auch öfters akrobatische Asanas. ओम 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 सर्वमंगला मंगलय शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी Narayani Namostute Narayani Namostute Om um Shanti 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 Om Frieden 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 Om Bolo Ki Bolo Shri Vishnadevananda Maharaj Ki